Welcher ist eigentlich dein Lieblingsfilm? Ich bin Frank, Filmfanatiker und Gründer der Ortenauer Werbefilmproduktion Visiris. Begleite mich auf der Suche nach meinem Lieblingsfilm, aber sei auch gewarnt, denn der Name des Podcasts ist Programm. Spoilern. So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, lieber Michi, endlich habe ich dich mal hier. Ey, letztens hatten wir ja, als wir beide krank waren, telefoniert und haben diesen Podcast, der auf jeden Fall nicht in die Geschichte einging, recorded über Transcendence. Ja, ne? Ich dachte, dieser Film wäre voll nice in meinem Corona-Wahn und habe ihn jetzt einfach auf meine Top 10 Filmtipps-Liste gepackt, okay, um die es ja hier in diesem Podcast geht. Der Sinn ist ja hier, ich will die füllen und dann Stück für Stück meinem Lieblingsfilm sozusagen näher kommen. Aber Transcendence hat natürlich nichts, rein gar nichts auf dieser Liste verloren. Hat er nichts verloren. Und vor allem hatte ich, also ich habe mir den dann auch nochmal, bevor ich diese Podcasts hochlade, zur absoluten Sicherheit höre ich da nochmal drüber, damit auch alles jugendfrei ist und so. Okay. Und im Nachhinein ist mir aufgefallen, ich habe dich auch irgendwie voll geknickt so, ne? Ich habe mich wie so Geiselnehmer gefühlt. Ja, es war anstrengend mit Corona in einem kleinen Zimmer im Dunkeln zu sitzen und dann am Telefon das Podcast aufzunehmen. Aber gut, hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht. War ganz lustig. Ja, nice. Aber heute sind wir fitter. Ich glaube, du musst ein bisschen näher ans Mikro ran. Dann, ja, jetzt hört man dich noch besser. Sehr gut. Ey, heute wollte ich sprechen über ein Thema und zwar folgendes. Die fiesesten Superschurken, zumindest die für mich. Und klar, jeder weiß, der Superheld oder der Held, der Protagonist, der ist immer nur so gut, wie sein Antagonist quasi böse ist. Und dann kennen wir alle Star Wars hier, Darth Vader oder den Joker von Heath Ledger oder auch Hannibal Lecter, unvergesslich. Aber ich dachte mir, ich pick mir jetzt mal so 5, die nicht unbedingt jetzt wirklich jeder und jede kennt, sondern die möglicherweise auch vielleicht so ein Geheimtipp sind. Okay. Oder halt zumindest nicht irgendwie schon 13 Mal jetzt von jedem gesehen wurden. Und es ist so, ich würde jetzt beginnen sozusagen mit dem Schwächsten der Antagonisten und dann würde ich runterranken bis zu meinem persönlichen Lieblingsantagonisten. Und so viel vorweg, das ist dann auch der Film, den ich dann auch am Ende auf die Liste packe. Also der heutige Platz 1 mit dem fiesesten Superschurken für mich ist dann auch quasi der Film, den ich dann auf die Liste packe. Und dann stellt sich nur noch die Frage, wo wird der zum Beispiel nach Transcendence auf die 10 gesetzt? Denn heute haben wir ein kleines Jubiläum, 10. Folge. Ne? Okay, nice. Ich ranke mal direkt. Ja, es ist Albrecht Schuch, heißt der deutsche Schauspieler. Okay. Er spielt Reinbold in Berlin Alexanderplatz in der Verfilmung von 2020. Den nie hast gehört. Du noch nicht gesehen? Nee. Ey, der Film ist wirklich sehr, sehr nice. Von wann ist der? Wie bitte? Von wann ist der Film? 2020. Okay. Genau. Mir fällt auf, was die Deutschen gut machen, sind Literaturverfilmungen. Weil, also deutscher Film ist ja, keine Ahnung, jetzt halt hier, natürlich, du hast jetzt Matthias Schweighöfer in Oppenheimer gehabt. Das war natürlich ganz cool oder damals in Glorious Bastards oder so, aber ansonsten ist ja jetzt so deutscher Film gerade Manta Manta 2 gewesen, zweiter Teil oder was. Aber diese Literaturverfilmungen, die sind immer sehr gut, finde ich. Berliner Alexanderplatz hat mir sehr gut gefallen oder auch Schachnovelle, da spielt Albrecht Schuch auch mit. Das ist sehr, sehr cool. Ey, er ist halt, wie soll ich das erklären? Also ich weiß überhaupt nicht, worum es da geht mit dem Film. Genau, also ganz kurz, in diesem Film geht es darum, beziehungsweise generell Berliner Alexanderplatz, da geht es darum, dass Franz im Roman, Francis im Film, ein Typ ist, der versucht gut zu sein, Gutes zu tun, aber von Reinbold sozusagen immer wieder in zweifelhafte Machenschaften gezogen wird und sozusagen dann also kriminelle Taten begeht durch ihn. Und der ihn immer wieder nach unten zieht, sozusagen, dieser Reinbold. Und es ist so, in der neuen Verfilmung ist der Franz, der Francis, ist ein Geflüchteter. Und der ist dann auch ist neu in Deutschland angekommen und ist in so einem Flüchtlingsheim. Mhm. Und der Reinbold ist halt eben ein Drogendealer, der aber selbst nicht dealt, sondern Leute sucht, die für ihn dealen.
Und der ist so ein ganz gebrechlicher, blasser Dude mit also einer gespielten Fehlhaltung. Und dann kommt er da so ganz gebrechlich dahin mit so einer Mütze tief ins Gesicht. Er stellt sich dann da auf so eine leichte Erhöhung in so einem runtergekommenen Zimmer mit so Betten halt und spricht zu den Leuten dort, ne, die halt nur am rumlungern sind. Denen ist langweilig, er kommt dahin und sagt so, ah, ihr wollt doch bestimmt Arbeit. Und er redet halt ungefähr wirklich so, ah, ich weiß schon, ihr wollt Arbeit. Seine Stimme ist wirklich so ganz komisch. Okay. Er ist halb am Flüstern, aber irgendwie zieht er die Leute in den Bann. Ist so ein richtiger, ja, Rattenfänger halt, teuflischer Typ, ne. Ja, ja, genau. Und kriegt die dann wirklich auch in seine Fänge. So halt auch den Franz dann, den späteren. Der wird dann später auch umbenannt als Franz. Wirkt am Anfang noch harmlos und schwach wahrscheinlich. Er wirkt direkt sehr widerlich. Okay. Also ich kannte den Roman nicht. Ich habe ihn leider bis heute nicht gelesen und habe eigentlich nichts erwartet. Aber der Typ hatte mich sofort in seinem Bann. Es ist so, später hat der Film schon auch mal so ein paar schwache Stellen. Ne? Es ist so, in ungefähr der Mitte des Films verliert der Franz auch seinen Arm. Und dann hast du später irgendwann so einen Schnittfehler, wo du einfach wieder diesen Arm dann siehst und so. Ich glaube, die mussten dann sehr viel auch sehr schnell machen. Und an manchen Stellen ist halt unfassbar gut gespielt und an anderen halt etwas weniger. Ich glaube, es ist auch so ein Zeitproblem gewesen. Ich habe letztens erst gehört, so deutsche Filme haben so 22 Tage Drehzeit. Mhm. Wenn du dir mal überlegst, was da alles reingepackt wird und so, ist das natürlich nicht viel. Dann haben die halt nicht so, wie man sich das von einem Kubrick vorstellt, 50 Takes pro Szene gehabt oder so. Und der gerät dann praktisch in die Fänge von dem Typen und der zeigt dann irgendwann sein wahres Gesicht oder wie sieht es aus? Versucht er sich von ihm zu befreien? Oder? Ja, es ist so, dass der Franz sehr an ihm hängt. Also das ist für ihn so ein Freund, ein Bruder und umgekehrt nützt er ihn halt nur aus so und es endet sehr, sehr schlimm. Du weißt ja, der Podcast heißt Spoilern. Und der Franz hat am Ende eine Freundin, die heißt Mieze, die erwartet ein Kind von ihm und der Reinhold erwürgt die einfach. Aber er ist auch schuld, dass Franz seinen Arm verliert und so weiter. Ne? Oh shit, okay. Ja, ja. Das ist echt ein harter Film, wahrscheinlich auch ein sehr, sehr cooler Roman. Genau, das ist dann sozusagen mein Platz 5. Deswegen würde ich sagen, ja, genau, also IMDb hat eine 6,9 von 10, Letterboxd eine 3,6 von 5, also lohnt sich schon mal damit einen Abend zu verbringen. Der nächste Film, pass auf, der ist von J.J. Abrams aus dem Jahr 2006. Und wie gesagt, Cloverfield. Nee, das war früher Cloverfield. Es ist ein mieser Superschurke, sag ich mal. Und der Protagonist ist Tom Cruise. Was, von J.J. Abrams? Von J.J. Abrams. Mit Tom Cruise. Mit Tom Cruise. Es ist ein Teil einer Reihe. Nee, was mit Tom Cruise und J.J. Abrams? Von J.J. Abrams mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Mission Impossible, nee. Drei, Mission Impossible 3. Ach, das ist von J.J. Abrams? Ja, der dritte ist von J.J. Abrams. Okay, das wusste ich nicht mal. Ja, das passt genau. Für mich gar nicht zusammen. Der erste ist doch von Brian De Palma, oder nicht? Oh, das war, kann ich ja gerade gar nicht sagen. Und der zweite, glaube ich, von John Woo und der dritte dann von J.J. Abrams. Okay, heftig. Und das war der Blonde, ne? Der ja, Mann, Bösewicht. Philip Seymour Hoffman, ja. Der sich, glaube ich, umgebracht hat, der auf jeden Fall verstorben ist. Ey, das war so ein genialer Schauspieler. Kennst du diesen Film, in dem er Basketball spielt und keinen einzigen Korb trifft? Ey, der Film ist nicht so sehenswert, aber diese Szene ist so nice. Ich erinnere mich an die Szene. Ja, genau, also das ist eine echt coole Szene, weil das ist so eine der wenigen Szenen in Filmen, wo ich mich wirklich wegschmeißen muss vor Lachen. Aber dieser Typ, ne, wenn er diesen Davian, heißt der Typ, in dem Film spielt, der jagt mir richtig Angst ein. Ich meine, der Film beginnt mit einem Satz wie sinngemäß: Wir haben dir eine Sprengkapsel in dein Gehirn geschossen. Dann hast du Aufblende, der Film beginnt und er zielt direkt mit einer Waffe auf den Kopf von Tom Cruise Frau. Ah, und dann vergehen zwei Minuten und er drückt einfach ab. Ja. Weißt du, so wird dieser Superschurke eingeführt. Ne? Ja. Und später hast du ja dann das Problem, beziehungsweise diese Sequenz, wo die im Flugzeug sind, also die haben den gekidnappt, Tom Cruise hat sozusagen diesen Davian gekidnappt und Davian fragt als erstes, als er wach wird, sagt er ungefähr, das in der Toilette, also als er ausgenockt wurde, das warst du, wie heißt du? Und Tom Cruise sagt natürlich nicht, dass er Ethan Hunt heißt und der Davian sagt so,
Hast du eine Familie? Wenn ja, ich werde sie finden. Ah, ja, egal, wo sie sind. Und dann wirst du zusehen, wie ich sie töte und so. Und er sagt es richtig apathisch so. Ja. Weil er hat das schon sehr oft gemacht, halt merkt man. Und dann ist das so, dass Tom Cruise ihn so aus dem Flugzeug kurzerhand einfach mal raushängt, aber er ist noch angeschnallt. Und er sozusagen aus ihm rausquetschen will, wobei es sich bei der Hasenpfote, was es sich da handelt. Mhm. Ne? Die Hasenpfote ist dieser MacGuffin, wo du eigentlich gar nicht weißt, was sie wirklich machen kann so oder so. Um die geht es halt in dem Film. Ne? Stimmt, irgendwie so eine Weltzerstörungswaffe. Genau, genau. Aber er gibt natürlich keine Antwort. Und Tom Cruise schneidet immer mehr von diesen Anschnallgurten weg. Und der droht halt wirklich aus dem Flugzeug rauszufallen. Aber er bekommt keine Angst, ne? Der Typ bekommt keine Angst. Ja. Und Ethan, Hans Kollege, sagt dann, Ethan, Ethan. Und der Typ zieht ihn wieder hoch, ne? Und Davian sagt einfach seinen Namen, ne? Dann am Ende nochmal. Und ja, dann weiß man halt, okay, jetzt kennt er den Namen. Jetzt kann er die Familie ausfindig machen. Und ja, das ist ja schon, also so anachronistisch umgesetzt, dass es mit dem Höhepunkt mehr oder weniger beginnt, der Film, ne? wo der dem der Frau von ihm in den Kopf schießt halt. Also du weißt halt eigentlich schon, was passiert. Ja, Leute, die den Film kennen, wissen ja, es verhält sich dann doch nochmal etwas anders Mission Impossible-mäßig. Man wird ein bisschen überrascht, aber immerhin wird der Antagonist so eingeführt. Ja, ja, ich weiß nicht, Mission Impossible findest du gut? Ja, die alten fand ich ganz cool. Ich meine, ich glaube sogar den neuen, der jetzt so als Zweiteiler angelegt ist. Dead Reckoning. Ganz cool, wie sie den fand ich auch sehr gut. Tom Cruise nochmal aufgeputscht haben. Hat eh gerade einen Run, ne? Nach Top Gun 2. Ja, der war nicht schlecht gemacht auf jeden Fall. Und der Mission Impossible war schon auch stark, hat mich sehr gut unterhalten. Ja, hat halt Kultstatus auf jeden Fall. Ja. Also meine Nummer 3. Hast du eine Idee? Was würdest denn du da jetzt, beziehungsweise sag auch mal, was sind so für dich so fiese, absolut fiese Superschurken? Ich finde so diesen Ultra-Bösewicht, der irgendwo ganz am Ende der Reise steht und der für den Protagonisten immer so komplett unnahbar ist, das finde ich immer interessant. Also ich glaube, bei Star Wars ist es der Imperator, bei Blade Runner, bei dem 2049 ist es der Neander Wallace, den finde ich interessant, der spielt da so eine Art Bill Gates, der also nicht nicht die Rolle von Jared Leto. Doch, genau. Ah, ja, nice. Ja, genau der. Ich meine, der Ryan Gosling, der trifft den ja nicht mal in dem kompletten Film, sondern nur Harrison Ford. Und der wirkt schon so komplett entmenschlicht irgendwie. Also der wirkt schon selber fast wie ein Roboter oder wie ein Replikant oder sowas. Hat jegliches Menschliche verloren. Führt aber dann trotzdem noch den Harrison Ford in Versuchung. Also er möchte seine Ziele praktisch zuerst mit Beeinflussung erreichen, also indem er eben irgendwas bietet, zum Beispiel, dass seine verstorbene Frau wieder zum Leben erweckt wird und so weiter. Und das funktioniert dann nicht. Und dann droht er halt direkt mit Folter, sowas, ne? Und das finde ich so irgendwie so perfide, weil dieses, dieser Kontrast eben. Und ja, den finde ich ganz interessant. Oder ich weiß jetzt gar nicht mal, wie er hieß. Der von Oldboy, von dem Original, von dem koreanischen. Daran musste ich auch denken. Der ist ja ein Film, den ich durch dich kennengelernt habe. Ja, das war auch, ziemlich sadistisch, den Typen einfach 15 Jahre lang was durchmachen zu lassen, den einzusperren, zu foltern. Ohne an dass den derjenige kommst du weiß, auch nicht ran, ne? Ohne ja. dass derjenige weiß, für was oder wieso. Und was der den dadurch leben lässt, das ist schon ziemlich abartig, finde ich. Also die finde ich schon ziemlich heftig sadistisch, ja. Und ansonsten, die finde ich, die haben sich schon eingebracht. Oh, natürlich, Jean-Baptiste Emmanuel Zorg heißt er, glaube ich. Zorg aus das fünfte Element. Gary Oldman. Gary Oldman, genau. Den finde ich cool. Also der ist auch witzig. Der ist so witzig irgendwie und der wirkt am Anfang so kalt und abstoßend und dann ist aber trotzdem irgendwann nur noch so eine arme Sau, die halt für irgendwie so eine außerirdische Macht alles tun muss. Ja, das war auch cool. Ich mag den Aspekt, den du gerade genannt hast mit dieser Unnahbarkeit. Yeah. Das ist was, das bekommt so was Gottgleiches dadurch. Ne? Du kannst nicht an dem rütteln. So. Du musst damit klarkommen, was der
entscheidet, ne? Ja. Das ist heftig. Und da hast du ja auch im Fall von Star Wars dann noch so einen Zwischengegner vorgeschoben, ne? Mhm. Der ja eigentlich der Vater von Luke ist, aber darüber hast du nochmal eine heftigere Macht. Ja. Das ist schon so gottgleich, also antigottgleich. Stimmt, ja. Ey, nice. Ey, coole Beobachtung. Daraufhin werde ich mir mal die Filme nochmal genauer ansehen, die so eine Kategorie von Antagonisten aufweisen. Die nächsten, die ich da jetzt noch sozusagen auf der Liste habe, sind anderer Natur, aber der Architekt bei Matrix ist auch so. Der Architekt ist auch so. Ja. Er kommt einmal zu ihm und er ist dann aber auch so gottgleich. Ne? Ja. Er ist ja eigentlich derselbe Typ wie John Hammond in Jurassic Park. Stimmt. Ein und derselbe Mensch. Ja, stimmt eigentlich. Übrigens, wie findest du denn den neuen Tisch? Die Zuschauer und Zuschauerinnen, also die nicht nur den Podcast jetzt hören, sondern auf YouTube auch schauen, die sehen ihn ja. Ja, jetzt da steht, finde ich ihn toll. Das Hochtragen war halt so eine Sache. Ne? Das wiegt schon einiges, das Ding da. Das stimmt. Den haben wir ja bei uns. Locker 70 Kilo. Den haben wir ja beim guten Emma, beim Möbel Seifert hier in Aachen abgeholt. Genau. Massiver Stahl. Nee, genau. Ey, apropos, hier Einrichtung, Tisch und Pipapo, das ist jetzt wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir dann hier auch auf dem Sofa, also bei uns beiden das erste Mal und wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass wir hier den Podcast durchführen, denn der gute Tobi, ja genau, die Zuhörer und Zuhörerinnen kennen ja den Tobi hier, der baut gerade hinten ein Visiris-Studio. Das bedeutet, da wollen wir den Visiris-YouTube-Kanal ein bisschen auf Vordermann bringen. Okay. Und dann halt natürlich auch fleißig weiterhin podcasten vor dieser schönen Hintergrundwand. Da verkünstelt er sich gerade richtig. Ohne Sofa, mit Stühlen dann. Okay. Muss mal schauen, wie bequem die sind. Ja, für dich wahrscheinlich nicht so. Okay. Man muss sagen, du bist ja 2 Meter, ne? Ja, du bist 2-Meter-Mann. Ja, das wird schon gehen, ne? Genau, da finden wir schon den ein oder anderen Stuhl, der das hinkriegt mit dir. Als ob du so spezielle Stühle bräuchtest. Ja, ey, also auf jeden Fall meine Nummer 3. Training Day, Denzel Washington. Ah, okay. Er ist so mies in diesem Film. Mhm. Weißt du, als er am Ende dann so sagt, ich bin King Kong. Ja, ja. Und so, ich bin King Kong, ihr seid nichts gegen mich oder so. Er geht so ab, Mann, er spielt so nice. Hat übrigens auch den Oscar dafür gekriegt. Für die beste Hauptrolle. Und ja, IMDb 7,7 von 10, Letterboxd 3,9 von 5. Erscheinungsjahr 2001. Regie Antoine Fuqua. Hauptdarsteller eben Denzel Washington als Alonso Harris und Ethan Hawke als Jake Hoyt oder wie man ihn ausspricht. Ey, brutaler Film, richtig nice. Unterhält auf jeden Fall von Anfang bis Ende, ein richtig, richtig heftiger Film. Mhm. Ich weiß nicht, hast du den schon ein paar Mal gesehen? Oder? Ich habe den einmal gesehen, glaube ich. Ich weiß nur noch, dass die finale Szene, wo er dann bekommt, was er verdient hat, sehr satisfying war. Wo er dann da durchdreht, genau. Das war cool. Nee, hab da nicht mehr so die Erinnerung dran. Hast du ihn neulich mal wieder angeschaut? Ja, oder? Genau. Also ich muss sagen, ich habe den schon ein paar Mal gesehen und in der Vorbereitung auf heute habe ich mir den jetzt auch nochmal angesehen, vorgestern. Und was halt immer wieder auffällt, ist, dass der Alonso eigentlich der Jake in alt ist. Also mehrfach wird im Film darauf hingewiesen, dass er früher auch so war. Und das ist halt so, was sich so ein bisschen zum Nachdenken anregt, denn er steckt ja in Geldproblemen. Er muss den Russen, also ich glaube der russischen Mafia, sehr schnell einen sehr hohen Geldbetrag zurückzahlen. Und deswegen macht er diese ganzen krummen Dinge an diesem Tag und benutzt sozusagen diesen Jake, also der macht so eine Art Praktikum oder so eine Einarbeitungsphase, so ein Training Day eben. Und ja, der lässt ihn schon mehrfach zum Sterben zurück in diesem Film, aber er bringt ihn nie um. Und er sagt doch selbst, ja, ich war auch so wie du und so. Mhm. Was halt dann auch am Ende die Frage aufwirft, ob du so ein Training Day 2 machen könntest, ne? In dem einfach so der Jake, der neue Alonso dann wäre. Ah, ne? Okay, coole Idee, ja, stimmt. Ja, genau. Ey, also heute ist alles möglich, ne? Gladiator 2 ist irgendwie in der Mache.
Mit Russell Crowe oder wie? Nee, nee. Ohne okay. Russell Crowe. Ich glaube mit dem Sohn. Mit von Ridley Scott. Von Ridley Scott, genau. Und ich glaube, es geht dann um den Sohn des Imperators. Übrigens auch Joaquin Phoenix als Imperator. Oh, ein ja, heftiger ja, Schurke. Cool. Direkt am Anfang tötet er den eigenen Vater, ne? Um dann noch irgendwie so die Familie von dem Maximus da so ekelhaft abzuschlachten, ja. Und so weiter. Also auch sehr perfide. Genau, aber hier Denzel Washington, genau. Und Denzel Washington ist mir aufgefallen, hat ja bis damals, war der weitestgehend, also von Filmen, die ich kenne, eher so der Good Guy, bis dann zu Training Day. Später kam dann schon auch so ein American Gangster, in dem der so einen ambivalenten Charakter dargestellt hat. Aber davor war der eher so in Philadelphia oder so. Oder auch in Hurricane. Ja, wie Will Smith oder so, der hat, glaube ich, auch nie irgendwie einen Bösewicht gespielt, oder? Ja, nur halt minus Humor, ne? Okay. Der hat jetzt halt nicht so die witzigen Rollen gehabt, Denzel, also von Filmen, die ich kenne. Aber er war immer so mehr oder weniger der Good Guy. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Wenn dann halt älter wirst, kannst du zunehmend so solche Rollen annehmen. Mhm. Wobei ich finde, dass er da eigentlich noch relativ fit war. Jetzt in Equalizer 3 ist mir aufgefallen, da ist er ja nicht mehr der Jüngste jetzt, sage ich mal, aber genau, hast du auch nicht mehr so viel Kampfszenen, wo du ihn so live in Action in langen Takes siehst. Ich habe nur den ersten oder zweiten noch gesehen, den dritten gar nicht mehr. Wobei die Filme aber, finde ich, ganz cool also sind. Den ersten so. Fand ich cool. Ist der dritte immer noch so? Ja, ja. Also die sind immer so, dass sie auch visuell so einen gewissen Anspruch verfolgen. Mhm. Ich glaube, das sind auch so, also die versuchen oft in der, ja, wenn man so sagen will, in dieser Cinematografie oder in dieser Bildsprache wollen sie oft so Maler auch imitieren in diesen Filmen. Gerade im ersten ist das so, als er da immer in der Bar sitzt, da gibt es dieses berühmte Gemälde von diesem berühmten Maler, den ich jetzt leider nicht kenne. Aber müsste man mal raussuchen, ist auf jeden Fall. Von diesem Diner. Genau, von diesem Diner. Oder diese abgerundete Glasfassade hast. Ja, genau, genau. Einsamen Typen an der Bar sitzen sie. Ja, genau. Genau, und diesen visuellen Anspruch haben die halt beibehalten. Okay. Und was ich halt auch mag, ne, das sind immer so Denzel, Tom Cruise oder auch Keanu Reeves. Hm. Die haben sich so. Die haben sich so Filmreihen so mehr oder weniger für sich. Ja, oder Liam Neeson, der hat ja auch diese. Taken. Oder Jason Statham. War das Taken, glaube ich. Taken. Aber es gibt noch viele andere Ableger von dem Typen, wo er eigentlich immer die gleiche Rolle spielt. Ich wollte gerade sagen, der gleiche. Liam Neeson ist eigentlich immer dieser Typ, der dann irgendwo ganz schnell hinrennen muss, ne? Und so irgendjemand und retten muss. Alles sehr gut macht einfach. Einfach ja, ja. Ein Profi ist in allem. Boah, letztens, ich weiß nicht, ob wir drüber reden wollen, hast du mir so ein Bild geschickt von Liam Neeson, wo man so einfach, also ich weiß fünffach nicht, ob das echt ist. Ey, ich fand's aber auch so voll traurig, voll ich gemein. Lass vielleicht nicht aussprechen, was auf den Bildern passiert. Er pinkelt sich ein. Ja, nee, ich voll gemein. Nicht. Der Arme, ey. Nachher hat er da so eine Schwäche einfach, ne? Hoffentlich geht's ihm ey, wieder gut. Vielleicht ist es einfach komplett fake, ich weiß nicht, ich fand's nur witzig. So. Ja, das kann auch sein. Ja. Naja. Ey, aber es menschlich kann passieren, aber halt dann schade, dass das direkt so festgehalten wurde. Ja, übrigens, Training Day Budget. Aber ich fand's cool, dass es ihm so egal ist, weißt du? Ja, ne? Weißt du das so? Bei dem einen Bild dachte ich auch, okay, der trägt das echt öffentlich zur Schau so. Naja, auf jeden Fall Budget Training Day. Was schätzt du? Was hat der Film für ein Budget? Gut, hast du nur einmal gesehen, schon länger her. Ja, keine Ahnung. 45 Millionen und 104 eingespielt. Genau. Meine Nummer 2. Witzigerweise hast du vorhin was in der Richtung angesprochen. Hast du eine Idee, was meine Nummer 2 sein könnte? Hm. Nö. Also Luc Besson führt Regie. Ah, okay. Dings. Nicht Leon der Profi. Doch. Okay. Leon der Profi. Ja, ja. Und da hast du halt eben den Norman Stansfield, das ist dieser Polizeichef und gespielt von Gary Oldman. Er war nicht für den Oscar nominiert, aber der Film ist gut, sehr, sehr gut bei IMDb bewertet mit 8,5 von 10. Ne? Ja, und bei Letterboxd hast du 4 von 5. Völlig zu Recht. Jean Reno als Leon. Da Natalie Portman sehr, sehr jung noch als Matilda und dann halt eben Gary Oldman als für mich unvergesslichen Antagonisten Norman Stansfield. Ich finde,
ich finde den so widerlich irgendwie. Das ist diese Szene, als er da zu dem Vater von Mathilda kommt, um sein Geld einzutreiben, die Schulden. Mhm. Da schmeißt er so eine Pille ein, bevor er die Wohnung betritt. Mhm. Und die Kamera filmt ihn aus einem 90-Grad-Winkel von oben. Und er wirft eine Pille ein und dann siehst du richtig die Halsschlagader. Okay. Und wie er auch so macht. Und also er ja, wie soll ich das sagen? Er lässt das Genick so irgendwie so ein bisschen knacksen, mhm, und es sieht super widerlich aus. Und dann betritt er halt die Wohnung, Beethoven auf den Ohren, Pumpgun, mhm, in der Hand, und erschießt halt die Familie von diesem kleinen Mädchen, ne, dass, mhm, das alles sieht. Krass. Ewig her, wo ich den Film gesehen habe. Aber war ein sehr guter Film, erinnere ich mich noch. Ja, ja. Und für mich, ja, hat also. Hat man Gary Oldman noch verwendet? Wo der noch mitgespielt, ja, hat, meinst du? Ah, in Book of Eli. Book of Eli. Denzel Washington. Ja, stimmt, ja, da treffen die beiden aufeinander. Und da finde ich ihn auch gut, aber für mich. Der ist nicht von Luc Besson, oder? Nee, der ist nicht von, ja, Luc Besson. Und für mich kommt er auch nicht mehr an diese Widerlichkeit von Leo der Profi ran. Mhm. Dann kommen wir zu der Eins jetzt von den fiesesten Superschurken, die ich mir hier in diese Fünferliste, mhm, reingepackt habe. Und ja, der Film um diesen Superschurken herum, das ist der Film, den ich dann halt auch auf die Liste packe jetzt, auf, okay, meine Top 10 Film-Tipps-Liste. Und es handelt sich dabei um einen Film aus dem Jahr 2002 von Martin Scorsese. Und zwar spielt mit zum ersten Mal in einem Scorsese-Film Leonardo DiCaprio. Ah, okay, okay. Departed. Nein, nein, nein. Nee. Hast du noch eine Idee? Shutter Island. Nee. Was? Sind aber alle Scorsese, Leonardo DiCaprio Filme, die du gerade gesagt, okay, hast, aber 2002 passt nicht. Ich gebe dir noch einen Tipp. Es spielt mit Cameron Diaz. Was? Cameron Diaz und DiCaprio? Ja. Boah, keine Ahnung. Ich löse auf. Auf meine Liste kommt als 10. Film, aber natürlich, so viel kann ich schon mal verraten, nicht auf Rang 10, Gangs of New York. Ach so. Mit Daniel Day-Lewis als William Cutting. Interessant zu wissen, Daniel Day-Lewis, ne, hat sozusagen Protagonisten, mhm, typischen Helden gespielt, in zum Beispiel Der letzte Mohikaner. Mhm. Ist ein sehr, sehr guter Schauspieler, also auch ein sehr, sehr renommierter Schauspieler. Er hat weit später, hat er Lincoln gespielt. Für mich hat er einen fast, aber nur fast genauso fiesen Dude in There Will Be Blood gespielt, mhm, wo er aber ein bisschen von Paul Dano zerstört wird, muss man sagen. Aber hier ist er also wirklich die Abscheulichkeit in Person. William Cutting heißt der Charakter, den er da stellt, und er ist sozusagen eine Art Gegenpol zu dem Präsidenten Lincoln, und er hasst halt die Einwanderer wie die Pest, mhm, so. Ja, ist halt auch sehr, sehr gewaltätig, ne? Mhm. Also er ist ja, so auf der einen Seite politisch aktiv, aber setzt das halt mit Gewalt durch. Spielt er in Gangs of New York. Auch so ein Patriarch irgendwie. Im Prinzip ist er so der Kopf einer, ja, Gang halt. Und eine andere Gang, die ihm entgegensteht, das sind die Dead Rabbits, angeführt von Liam Neeson auch. Und der Sohn von Liam Neeson ist ja DiCaprio. Und der Film beginnt so, dass die Gangs, also die eine Gang von Daniel Day-Lewis, dann gegen die Dead Rabbits sich entgegenstehen auf so einem Schlachtfeld. Mhm. Und er mit so Äxten gegeneinander. Ja, richtig auch mit blutig, Äxten, genau. Ja, das spielt 1846. Und da tötet er dann halt eben direkt den Liam Neeson. Und dafür wird sich halt später dessen Sohn, Leonardo DiCaprio, später, mhm, benennt er sich als Amsterdam, rächen. Mhm. Und der kommt 16 Jahre später dann zurück und wird sozusagen der Assistent von, mhm, William Cutting und begleitet ihn, verdient sich sein Vertrauen und hat dann halt auch so die andere Perspektive. Also ja, wird genau. Ja, so dem sein Zögling. So, genau, er wird dessen Zögling. Und er sagt halt auch einmal ungefähr vom Wortlaut her,
Und bei einem Drachen unter der Fittiche zu sein, fühlt sich seltsam an. Es ist wärmer, als man glaubt und so. Er hat dann auch diesen Widerspruch in sich, dass der eigentlich wie eine Art Vaterfigur für den ist. Also dieser William Cutting. Und das macht ihn aber gerade noch irgendwie widerlicher, weil man mehr mit ihm relaten kann und vielleicht dann auch selbst so in sich solche Züge leichter sehen kann oder so. Der rühmt auch immer diesen Priest Wellen, also den Liam Neeson, und sagt halt auch immer, wie sehr er ihn respektiert hat und so weiter. Mhm. Und das macht es halt für den DiCaprio dann halt auch schwerer nochmal. Mhm. Oh, ein absolut krasser Film, auch von Scorsese noch so heftig umgesetzt. Solche Filme wird es nie wieder geben. Die Filmsprache, die war so übertrieben aus heutiger Sicht. Ja, wird schwer. War echt eine andere Zeit. Ich habe da mal so eine Anekdote gehört, dass George Lucas am Set war, während er die Episoden 1, 2, 3 irgendwie gedreht hat. Mhm. Und dann haben sie sich unterhalten über die Art und Weise, wie sie das umsetzen. Und George Lucas hat halt wohl über die Greenscreen-Methode berichtet, ne? Aber wenn du siehst, was für riesen Sets der da hat bei Gangs of New York, das ist wirklich sehr, sehr cool. Ja. Wie diese alten epochalen Filme. Gibt es zu selten, stimmt. Ist halt zu leicht, einfach ins Studio zu gehen. Ja. Und das alles. Ist halt sehr viel flexibler. Kann ja. Nicht so viel schief gehen. Und kennst du. Man kann es einfach nicht. Man kann es nicht kopieren oder genauso. Du kriegst erzeugen. Es so nicht mehr hin. Nee. Kennst du diese These, dass Waterworld einer der letzten so richtig großen Filme war mit Aufbau und allem dieser Settings? Von welchem Jahr ist Waterworld? Ich glaube, der müsste 97, 98, 99 sowas um den Dreh rum sein. Okay. Weil das dachte ich mir gestern, Gangs of New York hat ja mal auch riesen Aufbauten. Ja, ich weiß nur, dass zum Beispiel beim Blade Runner Set, von dem ersten Blade Runner hat der Ridley Scott, die haben sich dort auch ewig lang in diesen gigantischen aufgebauten Gassen aufgehalten und sogar, damit die Leute alle, auch alle Statisten in der gleichen Stimmung sind, sogar diese Filmmusik von Vangelis am Set laufen lassen. Bei Blade Runner 1. Genau, und dann praktisch diese Atmosphäre erschaffen, damit das alles echter wirkt und alles in sich stimmig ist. Auch legendär. Ja. Roy Schneider heißt der? Nee, Rutger Hauer, sorry. Wer ist nochmal Roy Schneider? Rob Schneider meinst du wahrscheinlich. Aber das Rob ist dieser Schneider. Lockige, witzige Dude, ne? Ja, ja, nee, ich meine Rutger Hauer. Adam Sandler-Film. Ja, der ist halt auch ein cooler Antagonist. Mhm. Ja, der ist richtig krass, ja. Auf jeden Fall mit dieser Zeile. Der ist ja eigentlich erst, da hat mich mein Bruder neulich drauf gebracht, der ist ja eigentlich nur ein 4-jähriger Junge. Ja. Das ist hart, oder? Ja. Hm. Und am Ende, als er dann aufzählt, was er alles in seinem Leben sehen durfte, ne? Ja. Mit diesen fernen Universen und Sonnensystemen, genau. Und mit der Träne im Regen und so weiter, die ja wohl improvisiert war, wenn man das glauben darf. Die war anscheinend improvisiert. Ja, und dass er dann da eben noch menschlicher praktisch ist wie der Deckard. Wobei du bei Deckard ja nicht weißt, ob er nicht auch ein Replikant ist. Nee, wie nennen sie das nochmal? Replikanten? Replikant. Ja, genau. Ja, ey, richtig nicer Film. Wir müssen mal eine Folge machen über Blade Runner, über das Blade Runner-Universum, weil ich habe erst letztens gelernt, wenn das stimmt, dass Alien wohl dasselbe Universum sein soll. Da muss ich mich mal nochmal ein bisschen schlauer lesen, mehr so Trivia und sowas und irgendwelche Fun Facts aneignen und dann können wir da mal vielleicht drüber quatschen über die Filme. Ja, schon. Also ich glaube, seit dem Prometheus und Covenant-Zeug, weiß ich nicht, ob das so gut da reinpasst, aber bei Blade Runner wird auf jeden Fall häufiger auch erwähnt, dass Menschen schon auf ferneren Planeten sind, auf anderen und so weiter. Die zeigen halt nur immer die Erde. Ja. Ja, das kann gut sein. Genau, wir waren bei Gangs of New York. Das Ding ist, der Oscar wurde sogar von Daniel Day-Lewis für diese Rolle gewonnen, ne? Okay. Entschuldige, der war nominiert für den Oscar, hat dann aber den BAFTA Award, British Academy Film Award gewonnen. Und der Film nicht ganz so gut gerankt jetzt wie Leo der Profi, aber immer noch eine solide 7,5 von 10 bei IMDb und eine 3,7 von 5 bei Letterboxd. Mhm. Ich muss sagen, mir persönlich bedeutet der Film sehr viel. Ich habe ihn damals sogar im Kino gesehen und da war ich ja rein rechnerisch 16, ne? Ja. Oh, okay. Deshalb sticht er so für dich raus.
Ja, das kann schon sein. Also du hast dann, kennst das, Blade Runner hast du wahrscheinlich auch sehr früh sehr, sehr gemocht. Ja, ne? Geht dann, so, ja. Stimmt. Nur dann hast du halt mit Danny Villeneuves Fortsetzung nochmal so einen für dich, ja, für mich auch nicen Film im Alter Nachgang gekriegt. Ja, vor allem wenn du noch in dem Alter von dem Protagonist bist und dann da diese schreckliche Vaterfigur kommt, dann sitzt man noch ganz anders, glaube ich, im Kino. Witzigerweise. Man später sieht, wo man sich halt besser davon distanzieren kann. Jetzt müssen wir aufpassen, dass die Couch nicht zur Psychiater-Couch wird. Ach so. Aber ich war, meine Eltern hatten sich zu der Zeit relativ frisch getrennt und ich war sogar mit meinem Vater im Kino. Das waren dann immer so Vater-Sohn. Ah, okay. Termine will ich jetzt gerade nicht sagen, also Treffen sozusagen im Kino, ne? Ja, das, ja, genau. Ja, deswegen ist der Film, bedeutet der mir vielleicht auch so ein bisschen mehr, ne? Weil ich muss sagen, ne, der hat jetzt nicht nur durchweg, wie jeder Film natürlich, für mich hat er jetzt nicht nur von vorne bis hinten, besteht er natürlich nicht nur aus Stärken oder so. Ist auch klar, mir ist gestern aufgefallen, dass er so manchmal hat er so ganz komische so Füllszenen eingeschoben, um irgendetwas visuell nochmal besser zu erzählen oder zu verdeutlichen, was sie davor in Totalen gedreht hatten und wo sie dann gemerkt haben, oh okay, das Detail sticht aus der Totalen nicht so hervor, wir drehen es jetzt einfach nochmal groß, aber das sind so Stellen, das ist jetzt gerade schwer zu erklären, ich müsste es dir mal zeigen, die sind so eindeutig nicht am selben Setting gedreht und halt auch so vom Kamerawinkel her oder vom Setting her oder vom Gegenstand selbst einfach falsch so. Aber die werden dann ganz, ganz kurz halt nur eingestreut und du verstehst dann halt dadurch besser, was passieren soll. Okay. Aber jetzt genau gearbeitet ist halt auch nochmal was anderes, ne? Okay, krass. Ich muss dir mal zeigen, also zwei Stellen könnte ich dir jetzt richtig mit Timecode benennen und so weiter, aber ich muss halt nochmal reingehen und die rausschreiben. Genau, aber der Film im Großen und Ganzen weist halt auch natürlich heftige Totalen auf. Das ist so die Stärke des Films, wenn es dann so ins Detail geht, klar, verrennt man sich irgendwann. Das ist für mich auch eines der wichtigsten Dinge an Filmen, um so richtig in die Welt einzutauchen, diese Totalen, die erstmal eine komplette Szenerie zeigen. Das mag ich halt auch an solchen Science-Fiction-Filmen wie Blade Runner zum Beispiel, weil die sich da Zeit lassen und erstmal so einen gewissen Ton für die Atmosphäre schaffen. Und ich habe neulich diesen Rebel Moon auf Netflix gesehen. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Ich habe den gesehen. Und die springen von Planet zu Planet, wirklich, also wirklich Planeten. Und da ist einfach nur ein Cut dazwischen. Und sie sind sofort wieder irgendwo in einem Innenraum bei jemand anderem. Ja. Das fehlt komplett. Und ich finde, es holt einen so raus aus dem Film. Ja. Gefällt mir gar nicht. Ja, hier muss man sagen, ich habe gelesen, es gibt eine Version von Zack Snyder, die sehr viel länger ist. Stimmt, die soll 4 Stunden sehr viel mehr Gewalt und sehr viel mehr Sex beinhalten soll. Sehr gut. Wohl. Vielleicht wird es dann logischer, ne? Vielleicht jetzt nicht durch Sex und Gewalt, sondern vielleicht hat es noch andere Füllszenen mehr, die das dann plausibler machen. Aber ich weiß schon, was du meinst. Der Film war nicht so richtig fertig gefühlt. Ja. Der wollte den ja auch ursprünglich Disney als Star Wars verkaufen. Ja, hat dann stimmt, aber nicht geklappt und dann hat er es halt selbst gemacht. Bei Zack Snyder ist es so, die Produktionsgeschichten außenrum finde ich immer sehr viel spannender als die Filme dann letztendlich selbst. Ne? Hm. Das war ja das mit dem Zack... weißt du, mit dem Snyderverse und so um ach DC, so. Ja, wo ja. es da diese Kampagne gab und wo dann, also meines Wissens nach zum ersten Mal in der Filmgeschichte das Studio so eingeknickt ist und die Entscheidung revidiert hat und aufgrund der Fans, des Wunsches der Fans dann den Regisseur seinen Film hat machen lassen, obwohl der ja davor eigentlich in einer falschen Version rauskam, ne? Ja gut, das ist jetzt halt, es ist inzwischen, glaube ich, auch ein bisschen eine Marketingmasche, ne? Bringst den Film zweimal raus und die Superfans schauen ihn sie praktisch zweimal an. Natürlich, ja, das war rentabel. Ab, ja. Aber da zeigt sich auch ein bisschen so die Differenz zwischen Studios und diesen Machern, die es tatsächlich erschaffen, dass sie völlig unterschiedliche Ideen haben. Das finde ich eigentlich nicht so gut. Nur jetzt kommen die Rezipienten noch dazu. Ja. Weißt du, davor hast du die Regisseure und das Seite, Studio gehabt. Aber die sind ja auf der Seite vom Regisseur eigentlich. Ja. Die Studios sind weder auf der Seite vom Regisseur und anscheinend auch nicht auf der Seite von den Fans. Ja. Und das finde ich, sollte bei solchen Filmen gar nicht so sein, weil wenn du so einen Künstler hast, der muss als Alleinherrscher seine Vision durchsetzen können. Und dann kriegst du was richtig Cooles dabei raus. Dann kommen so diese Ghibli-Filme aus Japan kommen dabei raus von dem Hayao Miyazaki, die was komplett Einzigartiges sind und genau dem seine Vision umsetzen. Oder die Tarantino-Sachen, da redet dem wahrscheinlich auch kein Studio rein und deshalb ist es was Einzigartiges und der Rest ist so irgendwie so
streamlined und ja, auf Masse gemacht, aber pff, das vergisst du dann trotzdem irgendwann. Also das hat keinen so Impact, finde ich. Ja, heftiger Punkt, den du da ansprichst. Ich glaube, das ist so ein Riesenproblem schon immer gewesen. Ja, stimmt wahrscheinlich. Aber du, ich kann mir echt gut vorstellen, dass Quentin Tarantino wirklich echt so sein Ding durchziehen kann. Ich glaube, Christopher Nolan auch weitestgehend. Mhm. Ich bin mir als nicht so sicher, also Zack Snyder bestimmt nicht. Mhm. Nee, auf keinen Fall. Ja, beziehungsweise er macht es dann halt einfach mit kleineren Budgets vielleicht halt auch. Mhm. Der hat irgendwie, glaube ich, schon so Rückenwind von Nolan. Der ist oft Produzent. Oh, okay. Und ja, er erwähnt ihn dann auch immer wohlwollend. Also der war seit Man of Steel, war der produzierend mit dabei und hat jetzt auch letztens nochmal so einen Kommentar rausgelassen über irgendeine Plattform oder so oder in einem Interview, wo der sagte, Zack Snyder hat schon die Comic-Filme geprägt. Und das stimmt ja auch. Mhm. Du darfst nicht vergessen, der hat Watchmen gemacht. Ja. Das ist der vielleicht beste, die vielleicht beste Comic-Verfilmung aller Zeiten. Und 300, du warst auch sehr nah an der Comic-Vorlage war. Ja. Und das hat aber auch genauso dieses Comic-Flair, das Feeling kommt da so rüber mit dieser exzessiven Gewalt und der vielen Zeitlupe und sowas. Das ist ja das Coole daran. Ja. Das ist ja das, was das ausmacht. Und deshalb hat es auch so einen Kultstatus erlangt. Und wenn er jetzt genau die Sachen nicht machen darf, aufgrund von einem Vertrag mit Netflix, weil dann irgendwie eine Version ab 16 oder so rauskommen soll, eigentlich hätte ich mir den Film gar nicht anschauen sollen und darauf warten, bis dem seine Version rauskommt. Ja, das stimmt, das habe ich auch erst später gelesen, aber bei diesem Film ist mir eine Sache aufgefallen und zwar ähnlich wie bei The Dark Knight Rises wurde bei Rebel Moon versucht, vielleicht einen Ticken zu krass, so auf Teufel komm raus, jetzt einen Superschurken hier einzuführen. Dieser, ja, weißt du, der ist so böse, wie du nur sein kannst. Ja, so. Die komplett sadistischen Weltraum-Nazis. Und er macht es auch nicht schlecht, aber es fehlt, weißt du, das, was ich vorhin so meinte, bei Denzel oder bei Daniel Day-Lewis, genau. Diese nahbare, zugängliche Sache, die fehlt so ein bisschen. Das hast du ja auch bei Darth Vader, der ist der Vater und sowas, ne? Wenn du denen gar nichts mehr Menschliches lässt, dann ist das Grauen nicht so groß, weil du musst ja denken können, was ein Mensch kann so sein. Ja, wenn das aber kein Mensch mehr ist, dann fehlt das, ne? Ja, nee, die müssen schon charismatisch auch sein. Ja. Und eine Sache wurde mir gestern auch noch bewusst bei Gangs of New York. Weißt du, bei Bane fand ich, war das auch so, bei The Dark Knight Rises, deswegen meine ich, da haben die das auch so ein bisschen so, also es war ein bisschen drüber so, war ein bisschen zu viel, auch wenn ich den Bane mag, du hast richtig gemerkt, okay, der hat jetzt den Joker entwickelt, das war ein Volltreffer überhaupt, also unvergesslich in der Filmgeschichte so, und jetzt musste der irgendwie nachlegen und da hat er irgendwie so ein bisschen zu viel bisschen zu tief in die Kiste gegriffen auf jeden Fall. Mit diesem Akzent und mit dieser Jacke. Maske und die Muskeln und so. Ja, ja. Ist ein bisschen heftig auf jeden Fall. Auch wenn es nice war und Tom Hardy das richtig nice gemacht hat. Ne? Ich feiere den Charakter auch sehr. Aber es war irgendwie zu sehr gewollt, ein Ticken. Ja, der hat echt nicht mehr so richtig menschlich gewirkt, finde ich. Das war so auch nicht so richtig glaubwürdig, so wie der Joker halt. Ja. Und so war es halt in Rebel Moon auch so. Es war ein bisschen zu viel einfach. Wobei Tom Hardy um Länge noch besser war, ne, als Bane, klar. Ja, schon. Das war schon ein bisschen künstlich. Ich weiß nicht, der Joker hatte halt eben diese Stimme auch, diesen komischen Akzent. Ja, ja. Ich habe den mit dem Bane habe ich nur auf Deutsch gesehen bisher. Und da finde ich die Stimme schon ziemlich lächerlich. Ja. Ja, das ist dieses hohe. Ja. Dieses übersteuernde halt. Und was ich eben noch sagen wollte bei The Dark Knight Rises, wenn du Gangs of New York vergleichst mit The Dark Knight Rises und dir dann diese Schlachten mal genau ansiehst, ich sage es ungern, weil ich bin natürlich auch ein großer Nolan-Fan, aber halt auch ein großer Scorsese-Fan und diese Schlachten bei Gangs of New York sind so viel besser. Die sind cool, ja. Also allein jetzt von der Ausstattung her und so weiter. Du merkst halt auch, dass er so mit dieser IMAX-Kamera sich nicht immer einen Gefallen tut, würde ich jetzt einfach mal sagen, so als Laie in der Hinsicht, ne? Weil diese Kamera, die ist so schwer, da kannst du halt nichts machen, ne? Und dieser Kampf, der wirkt so, also dieser Endkampf von The Dark Knight Rises, der wirkt so schwerfällig und er funktioniert in meinen Augen auch gar nicht so. Und bei Gangs of New York hast du halt viel mehr Bewegung, viel aufregendere Winkel, auch ein bisschen trashig, die haben den Shutter so zu langsam eingestellt, sodass alles so wie bei so einem Drogenrausch wirkt, was in dem Moment gar nicht passt. Es soll halt
filmtechnisch wahrscheinlich rüberbringen, dass die jetzt sich in Ekstase befinden oder so, aber diese schnelle Belichtungszeit, wie bei der D-Day-Landung in Soldat James Ryan oder dem ersten Gefecht in Gladiator oder so, hätte viel besser gepasst. Die haben alles durcheinander gemixt. Die hatten schnellen Shutter, langsamen Shutter, ganz normale Aufnahmen, Zeitlupen und so. Zeitraffer nutzen sie auch viel. Aber es wirkt dadurch so etwas trashig durch die Kameraarbeit. Was ich aber meine, ist so, die ganze Aufmachung, weißt, die Ausstattung, die Requisiten, die Schauspieler, die Choreografie, wie viele Leute da echt kämpfen. Und das halt in Kombination mit auch mal Kameras, die ja auf den Kränen sind und so weiter. Und die haben stimmt, mit echt vielen Kameras wahrscheinlich auch gefilmt, so bei Gangs of New York. Mehr wie eine lebendige Welt gewirkt einfach. Und bei diesen Nolan-Batmans hat es alles sehr steril gewirkt. Sehr das, aufgesetzt. Das war auch das, was mir am besten an dem ganz neuen Batman gefallen hat, dass das nicht mehr so eine sterile Welt war, ja, sondern die auch extrem atmosphärisch war und auch dreckig und so weiter. Und dieses eher so diese Film-Noir-Atmosphäre, finde ich, ausgestrahlt hat. Das war schon ziemlich cool. Ja. Gegen den neuen wirken eigentlich die Nolan-Filme irgendwie clean, ne? Ja, komplett. Komplett clean und viel weniger Tiefe einfach, finde ich. Ja. Aber damals natürlich bombastisch gewesen. Es war immer bombastisch, immer größer. Ja, sie wirken auch größer. Immer realistischer. Ja, ich glaube, da hat er gar nicht so viel gemacht. Einfach der neue Grading Batman wirkt ja so klaustrophobisch im Vergleich. Ne? Ja, ja, total. Ja. Und der alte stimmt. Batman hat natürlich viel mehr Totalen. Da steckt viel mehr Budget und auch wahrscheinlich Können drin. Ne? So ein Nolan ist, glaube ich, schon mal nochmal eine andere Nummer als Matt Reeves, den ich heftig finde. Ja, Können, weiß ich nicht. Ist halt was komplett anderes. Komplett andere Herangehensweise auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, stimmt, das kann man so wahrscheinlich nicht vergleichen. Matt Reeves, kennst du von ihm Don't Let Me In? Das ist so irgendwas mit so Vampiren oder so? Ja, genau, mit so einem kleinen Mädchen, das halt ein Vampir ist und dann so einen Jungen irgendwie als Freund gewinnt. Ja, ist das nicht das ein Remake? Ja, das ist ein Remake, von einem koreanischen Film, oder? Nee, von so einem europäischen Film, glaube ich. Also ich habe das Original auch schon gesehen. Das war auch skandinavisch oder so. Okay. Das ist auch sehr, sehr nice. Ja. Aber das Remake ist auch gut. Matt Reeves ist halt ein guter. Und später hat er dann noch... den nächsten, den Nachfolger von Batman. Ja. Ja? Okay. Und Planet of the Apes von den neuen Teilen hat er auch 2 und 3 gemacht. Und die finde ich auch gut mit Caesar und so. Gefallen mir auch gut, vor allem 3. Und in Planet of the Apes 3 hast du auch einen miesen Superschurken. Den Affen? Nee, nicht der Affe. Caesar? Nee, es ist der Typ, Ed Harris heißt er, glaube ich. Ah, okay. Heißt er so? Ed Harris. Der hat auch einen Schurken-Face auf jeden Fall. Ja. Ja, ah nein, fuck, es ist nicht Ed Harris. Verdammt. Woody, irgendwas mit Woody Harrelson oder so. Ah, okay. Aus True Detective, ja. Ja, genau. Heißt er so? Woody? Woody, ja. Woody. Wie der aus Toy Story. Ja, er heißt wirklich Woody Harrelson. Ja, nicer Typ. Kennt man ja natürlich auch schon aus den 90ern. Ja. Da hat er doch einmal irgendwie diesen Typ von diesem pornografischen Magazin da gespielt. Was war das nochmal für ein Film? Was? Woody Harrelson? Ja. Das also nicht Playboy, nicht. Das war irgendwas anderes, aber auch ein ganz geiler Film. Kenne ich nicht. Ja, ich komme jetzt leider auch nicht drauf, aber genau, heutiges Thema Superschurken. Der William Cutting, gespielt von Daniel Day-Lewis, ist jetzt so mit Gangs of New York sozusagen auf meine 1. Unbedingter Filmtipp, wer ihn noch nicht kennt. Wer ihn noch nicht kennt, ihr wisst ja, der Podcast heißt Spoilern. Und natürlich wird der Superschurke am Ende dann halt einfach gekillt von Leonardo DiCaprio, der dann mit Cameron Diaz wahrscheinlich ein nices Leben führt. Und jetzt ranke ich diesen Film auf meiner Top 10 Filmtippsliste, die ihr auf Letterboxd finden könnt. Und zwar setze ich den auf die Nummer 4. Er verdrängt Ex Machina, der damit auf die 5 rückt. Und ja, die Liste sieht jetzt aus wie folgt. Auf dem Platz 1 Pate 1, Platz 2 Jurassic Park, Platz 3 Batman Returns, Platz 4 jetzt Gangs of New York, auf Platz 5 Ex Machina, AI auf Platz 6, auf Platz 7 American Gangster, Oppenheimer auf Platz 8, auf Platz 9 Napoleon von Ridley Scott
Und auf Platz 10 noch in dieser Woche das letzte Mal Transcendence. Oh je. Der Film, den wir damals besprochen hatten. Und Napoleon ist auch noch drauf. Napoleon. Aber die können rausgekickt werden, oder? Ja, ja, genau, die werden rausgekickt. Ja. Also seit heute ist meine Liste vollständig hier in dieser 10. kleinen Jubiläumsfolge. Aber ab jetzt beginne ich daran zu feilen, als wäre es so ein Lehmklumpen, ja, den ich zu einer wunderschönen Figur bilden würde. Genau. Ey Michi, danke, dass du da warst. Hast du noch irgendwelche Superschurkenworte zum Ende? Welche coolen Superschurken gab es noch? Oh mein Gott. Die habe ich vergessen, so wie Tränen im Regen. Ciao, Leute. Okay, ciao.